Moin moin liebe Freunde, willkommen zurück zu Destiny 2. Wir sind in Europa. Das wollten wir jetzt so ein bisschen erkunden und die nächste Story-Mission machen. Machen wir auch direkt. Das ist ziemlich eisig hier alles, ne? Weil es ist aktuell draußen auch ziemlich frisch. Aber so sah es bei uns noch nicht aus. Hier rüber? Oh, da ist schon was. Wo fliegen die hin? Diese gefallenen Patrouillen sind genau da, wo wir hingehen. Im Lager. Sie müssen auch hinter Varix her sein. Beeilen wir uns. Okay. Also so ein paar Leute ausschalten. So. Ja, da kommen noch mehr, klar. Ich mit meiner kleinen Pistole. War alles kein Thema. Oh, von da auch. Zack. Ja, ein Captain. Das kann aber auch nichts. Was hier? Diese Gefallenen haben ein unbekanntes Haussymbol getragen. Mit wem haben wir es hier zu tun? Jemand hat sich hier aufgehalten. Es gibt Spuren von dunkler Energie. Es ist Braytag aus Eventide. Clovis Brays Kolonie aus dem goldenen Zeitalter hier auf Europa. Wer auch immer hier war, hat es benutzt, um auch Varix zu verfolgen. Sie müssen das Notrufsignal vor uns abgefangen haben. Okay, ich habe jetzt den wahren Ursprungspunkt des Signals. Nicht weit von hier. Beeilung. Okay, wir düsen direkt weiter. Erreiche den wahren Ursprungspunkt des Signals. Hallo? Warum schießen die denn auf mich? Ich dachte, die lassen sie ihre Einheiten fallen. Ja, da hatte ich kurz Muffensausen. Ich sehe ich doch. Ich sehe ich auch. Nee, hey, 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 immer mit der Ruhe, Leute. Ich sehe nicht so viel. In diesem Schneesturm. Das ist aber auch gemein. Ah, endlich ist er auch noch ab. Hey, wer gibt denn euch denn so ein Schild? Bist du das? Oder du? Dass er sich immer hin und her teleportiert. So, letzter Gegner. Okay. Lief doch besser als gedacht. Varix muss wirklich in Schwierigkeiten stecken. Wenn wir ihn nicht zuerst finden, wird es jemand anders tun. Falls es dann noch nicht zu spät ist. Ich fahr mal ein bisschen.
Warte! Die Dunkelheit. Sie ist nah. Ich spüre sie, aber sie ist irgendwie anders. Die Dunkelheit ist immer nah. Egal, wohin ich gehe. Da waren es nur drei Arme. Mit einem was vor, lebt in der Vergangenheit. Ich bin blind gewesen. Mach kurzen Prozess mit ihm. Varek sollte sich direkt vor uns befinden. Leute, habt ihr diese Schüsse gesehen? Ich selbst kaum glauben. Da, von dort kommt Varek Signal. Da sind sie. Oh, dafür waren die Schüsse umso schlechter. Ich kann da nicht durchschießen. Macht aber nichts. Komm ich hier hoch? Hier lang. Da haben sie gewartet. Marek. War offenbar kein kurzer Prozess. Der Gefallenen. Sie sollen den Bereich umstellen. Die Schlange kommt hier nicht lebend raus. Es wird geschehen, Erbiskel. Retterin, beeil dich. Du musst mich befreien. Verbündete aus der Stasis befreien. Befreie eingefrorene Verbündete, indem du die Stasis zersplitterst. Dass sie umschließt. Stasis kann durch Waffenfeuer oder Nahkampfangriffe zersplittert werden. Kämpfer müssen erst ausgeschaltet werden, bevor Varek aus der Stasis befreit werden kann. Will ihm ja auch nicht wehtun, ne? So, steh auf! Dem liegt dein Arm noch. Oder nimm einen von den Arm. Nicht so schnell. Wir haben deine Nachricht gehört. Die Dunkelheit ist unter uns. Was soll das bedeuten? Keine Zeit. Sie kommen. Varek bittet erneut um deinen Schutz. Ich suche deine Zuflucht. Sei erfolgreich und Varek wird alles offenbaren. Wie kommen wir genau hierher?
kommt raus aus euren Löchern. Was ist er denn? Was ist er denn? Ich will da hoch, lass mich da hoch. Boah. Wir sind überall. Aber auch er hat eine Schwachstelle. Jo. Der Bomber, das war's doch gleich mit ihm. Mit mir auch. Das ist der letzte. Erfolg, Retterin. Varix ist wahrlich dankbar. Dann beweise es. Wir erwarten Antworten. Kommt zu Varix und ihr werdet sie erhalten. Aber seid euch bewusst, dass unsere Arbeit hier gerade erst begonnen hat. Quest abgeschlossen. Sehr schön. Ging ja fix. Smasher, Snurf, JT, Ripper, NG. Was ist meine Aufgabe jetzt? Okay, wir sind jetzt in Europa. Hier muss ich hin. Kampagne. Triff Varix im Inneren der Kommunikationsstation im Charons Übergang, um mehr über die Gefallenen auf Europa und deren Einsatz der Dunkelheit zu erfahren. Düsen wir aber schnell hin. Da drinne. Was ich weiß. Du vertraust Varix nicht, ja? Heb dir dein Misstrauen, deinen Vorwurf für später auf. Die Elixni, die mich angriff, sie ist Eramis, die Schiffsdiebin, ein neuer Kell der Kells. Sie vereinte die Häuser und sie will eine Armee aus Elixni schaffen, angetrieben von der Dunkelheit. Wenn sie niemand aufhält, wird sie uns alle zerstören. Du musst gehen. Varix wird dir den Weg zeigen. Okay, aber gib mir erstmal eine Belohnung, bitte. Verfolge Eramis den Kristall der Dunkelheit, schließe die Mission der neue Kell ab. Ein Relikt der Inventil der Kolonie auf Europa kann mit anderen Ressourcen getauscht werden. Jetzt haben wir hier noch ein paar Beutezüge. Ach so, die kann ich nicht, weil ich dafür das Addon brauche. Halsabschneider. Okay, was ist nun zu tun? Okay, Kampagne. Was haben wir hier eigentlich? Schlachtfeld Koloss. Schließe das Schlachtfeld Koloss Aktivität auf Nessus ab. Nessus ist hier unten. Ja, da brauche ich noch einige Erfahrungspunkte. Da habe ich erst 10%. Dann spielen wir einfach erstmal weiter. Schriftgelehrte sind hier aber auch noch was zu unterschätzen. Prämien. Vielleicht kann ich dir die richtige Richtung weisen. Nun schicke Prämien. Dafür bin ich immer zu haben. So. Hier hinten war sie irgendwo.
Vielleicht kriegen wir eine bessere Waffe. Mein Gott, dass die Wege immer so weit sein müssen. Dein Licht ist noch nicht erloschen. Okay, was DZ, was Fokus Quest freischalten? Eine kleine Schachtel mit kuriosen Symbolen, die die verschiedenen Formen des Lichts darstellen. Arcus, Solar und Leere. Ein Geschenk von Ikora zur Erinnerung an deine Reise zum Meistersorgen des Lichts. Neue Quest. Stat-Tracker. Abzeichen können jetzt diverse Stat-Tracker ausrüsten und anzeigen. Drücke F1, um deinen Charakterbildschirm zu öffnen und einen auszurüsten. Drücke S, um dir die Abzeichen im Aussehen Subscreen anzuzeigen. Drücke rechte Maustaste in deinem Abzeichen, um den Stat-Tracker zu sehen. So. Hier mal was Neues. Okay, das war's denn schon. Unser Licht ist stärker denn je. Schauen wir mal permanent unsere Ausrüstung nach hier. 32. Nehmen wir das hier. 30. Nö. 39. Auch nichts Besseres. Wir sind alle gleich. Okay. Das war's hier erstmal. Gut, wir haben jetzt ein paar Aufgaben. Neues Licht, hier haben wir noch gar nichts. Dauert noch. Ein Funke der Hoffnung. Finde Deathworm K in der europäischen Todeszone. Den machen wir doch mal. Europäische Todeszone ist hier. Da ist der. Wir fliegen also dahin. Ja. Das machen wir. Da sind wir auch schon. Europäische Todeszone. Sieht sehr hübsch aus, ich finde. Wir müssen in den Turm. Ist das ein Event? Ne, sieht nicht so aus. Oder? Hier sind auf jeden Fall neue Gegner. Die Legionäre. Nee, das ist kein Event. Finde ich eigentlich schade. Ich hätte Bock auf ein Event. So, wir müssen nach oben. Ah, komm. Da. Ansprechen. Raus damit. Was liegt dir auf dem Herzen? Ja, greife ein paar verlorene Sektoren der Gefallen an. Du wirst. Dort wirst du sicher finden, was du brauchst. Viel Glück. Die Gefallenen wollen wohl einen Glimmerbohrer herbringen. Halte die Augen offen. Behalte den Kopf unten und bewege. Glimmerbohrer? Das klingt auch nach Event. Das klingt nach Event. Lass mich mitmachen. Hier? Da hinten. Ein Glimmerbergbautrupp. Erledige sie. Bin dabei. Krieg ich Hilfe oder nicht so? Sie machen sich auf der Weg woanders hin. Ah, wohin? Hier? Ja. Oh, der hält viel aus. Die
Die helfen mir sogar ein bisschen, die Legionäre. Hey, mach mal langsam, ganz langsam hier. Sind sie immer noch hier? Da sind sie jetzt. Sag doch was. Leute, ich bin schon wieder so schweigsam, ne? Tut mir ja ein bisschen leid. Ich hab keine Munition mehr! Ich meine, die Waffe macht Schaden. Aber ich mag damit nicht umgehen. So, das gab ein bisschen was. Aber ich habe immer noch Beutezüge, ne? Wie kann ich die nochmal nachprüfen? Zielorte, Karte, Quests. Da. Truhen geplündert, okay. Scharfschützengewehr-Kills. Und Depot-Code erlangt. Scharfschützen-Kills. Dazu rüste ich kurz ein Scharfschützengewehr aus. Und dann mache ich mich mal auf die Suche nach Gegnern. Nummer 1. Zwei. Drei. Zählt das nicht? Zählt das nicht als... Doch. 15. Wie komme ich auf 5? Und ich muss Truhen sammeln. Simulation? Ja. So. Helfe ihm mal ein bisschen. Okay, er braucht keine Hilfe mehr. Hier ist eine Truhe. Geil. Vielleicht sollten wir die 15 auch fertig haben. Wir gehen einfach mal weiter. Gehen wir nochmal hier hinten hin. War hier nicht auch immer noch eine Truhe am Rand der Kirche hier? Ey. Da, Beutezug abgeschlossen. Patrouille. Was heißt das? Ich kann von hier oben einiges sehen. Da sind zum Beispiel Ressourcen, die der Farm helfen würden. Wärst du so nett? Ach so. Ich soll euch Objekte ansammeln. Hier ist noch eine Truhe.
Sehr schön. Hier sind keine Gegner mehr. Hier könnte auch eine gute Truhe sein, oder? Das sieht doch hier so versteckt aus. Ist da eine versteckt? Ich glaube nicht. Gut. Hier hinten ist auch nur Munition. Hier ist auch nichts. Wo sind jetzt die ganzen Gegner hin? Wir sind abgeschlossen. So. Ja, einfach. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Den haben wir abgeschlossen. Zwei Thron. Entdecke Depotcodes im verlorenen Sektor. Verlorene Sektor, okay. Die muss ich suchen. Die muss ich suchen. Ich würde aber gerne die Folge beenden. Weil es jetzt doch ein bisschen länger dauern kann, bis ich sie gefunden habe. Schon mal kurz auf die Karte. Ja, hier gibt es zwei. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Bis dann. Ciao.